Idee? Oder ist man wunschlos glücklich oder könnte man hier und da irgendwas noch verbessern? Einen Wunsch habe ich eigentlich an das Terminal nicht. Und das Terminal ist wirklich perfekt. Aber wenn wir jetzt eben den Servicekettengedanken weiterführen, wo der Gast hier einsteigt in den Zug, so wie ich es vorhin gesagt habe, wäre es doch gar nicht so schlecht, wenn dann in Zermatt irgendeines Tages vielleicht hier eine Art des Terminals steht. Und dann muss der Gast sehr oft auch noch umsteigen in Elektrotaxis oder Kutschen. Und dann wäre es schön, wenn der Bahnhofplatz, der heute relativ schmucklos daherkommt, wenn wir auch noch aufwerten und vielleicht umsteigen, unterirdisch könnte machen. Also das wäre der Wunsch, das Bauwerk, das hier ist, zu ergänzen in Zermatt. Aber dann sitzt du doch in der Quelle, oder? Dann bist du doch in der Quelle. Ich bin in der Quelle und ich das auch immer wieder mit unseren Partnern diskutieren. Und wir kennen natürlich auch die Schwierigkeiten und Hürden. Und sind uns da bewusst und haben auch die Geduld, auf das entsprechend zu machen. Aber abschließend, die Zukunft sieht somit, was die Verkehrsanbindung angeht, rosig aus, oder? Die Präsenz ist rosig. Das zeigen die Kunden. Und ich bin überzeugt, in Zukunft wird unsere Destination alles, was Verkehr, Zubringerverkehr und Abreiseverkehr ist, sehr gut darstellen. Damit sage ich vielen, vielen herzlichen Dank und lieber Daniel, das ist dein Applaus. Dankeschön. Herzlichen Dank.